Ich möchte, dass die Menschen frei sind vom Islam. Und deswegen arbeite ich und erwähne ich natürlich und mache ich mir das zu einer Lebensaufgabe, nicht nur mich zu befreien aus dem Islam, sondern auch meine Mitbürger zu befreien aus dem Islam, meine muslimische Familie und so weiter. Kian, darf Hat ich es dir die... gereicht, die Antwort? Ja, danke dir für die Antwort. Guck mal, ich will nur was sagen, ne? Vielen Dank, hallo. Alles gut, ich will nur was sagen. Ja, Du bitte. meinst ja Ex-Muslim. Ja. Sag mir mal den Tashahhud. Schon wieder Islamunterricht? Willst du mir ein Imanometer in die Nein, Hand nein, stecken, guck mal, ich um frag den dich ganz Rahmen normal. Sag weiter mir nur meine... den Tashahhud. Nein, kriegst du von mir nicht. Ich Warum? sage Nein, weder, lass sie mal ich bitte jetzt. sage Lass sie mal weder, bitte in, ich lass sage sie mal bitte weder, in Ruhe. Nee, warte mal kurz, ich Bruder. Schahada Sag mir noch nur mal nicht den die Surah Tashahhud. Fatiha. Ich lese für dich nicht Surah Al-Yasin Ich bitte dich nicht um den oder Fatiha. Ich sag dir nur, Ja, sag du mir den verhaspelst Tashahhud dich jetzt. Da lass mich und so mal bitte weiter und jetzt so mal was fort. Ich sage sagen. dir auch nicht, wie viele Rakat es im Wudu gibt. Ja, auch ein netter Trick. Und so Im weiter und Wudu so gibt's fort. keine Rakat. Im Ja, Wudu, im eben. Wudu. Aber diese Boah. Frage wird mir 100-mal gestellt, um die Antwort Im Wudu zu gibt's keine Rakat. Ja, eben. Und diese Frage Jetzt wird mir von Muslimen lass mich gestellt, um mal, zu Lee, wissen, lass ob mich ich mal bitte was glaube, sagen, ja? ob ich je Ich geglaubt habe habe. dich Und ich habe aussprechen 100-mal lassen. gesagt, es gibt keine. Es gibt keine. Aber Muslime fragen mich das, weil sie aus dem Internet diese Frage kopiert haben. Völlig bescheuert. Welcher Muslim fragt dich, ob es im Wudu Rakat gibt? Hunderte Jetzt von bin ich Mal mal haben dran. mich Nur in den Ex-Muslim, ich Chatquellen wollte dir mal was gefragt. sagen. Du sagst, du kommst aus Persien, ja? Ich Du komme bist aus Ex. Kurdistan. Komme aus Aus, Kurdistan. ja, du bist aus Kurdistan, Ich bin Persien, Kurde. habe ich gerade mal so rausgehört. So, dann Genau. denke ich mal, du bist aus der schiitischen Abteilung, ja? Richtig Ist gewesen. okay. Dann Ach würde ich so, mal jetzt kommt sagen, wenn du der Scherz mit seinem Film. Ex-Muslim von Schiiten auch bist, dann benenn dich bitte auch so, Nein, ich bin Ex-Muslim. Schiiten bekennen sich zum Islam. Weil die Sunniten 95% sind. 95% Spielt heißt, keine Rolle. Ihr du seid nicht diskriminierst 95%. 95%. Ihr Ja, dann seid bleib bei eine deiner Minderheit. Schia, bleib Es bitte gibt bei deiner 2 Milliarden Schia. Es Muslime und gibt es davon auf sind dieser Welt, 84 gibt es Millionen. 2,5 Milliarden Muslime. 2,5 Milliarden Muslime, das Nein, sind gibt nicht. Es sind 8,5% noch nicht der einmal 2 Milliarden. Weltbevölkerung. Das sind Ja, sprich, Familien noch ihr da seid rein, eine wenn ich kleine damit zu tun Minderheit, eine ganz, ganz kleine habe. Minderheit. Und ihr werdet Von mich dieser verstehen. 2,5 Milliarden seid ihr eine ganz kleine Pflaume, ihr 480 Perser, ganz, ganz klein, ihr Millionen Schiiten, Schiiten. Dann musst du auch 242 dementsprechend auch Perser so handeln und und auch so bleiben. Dann musst du auch zu 1,82 dieser kleinen Milliarden Minderheit gehören Muslime. und dich Es auch sind dem bekennen. ein Nicht diese Drittel aller 95 Muslime Prozent, sind nicht Juden. diese Große Mutter. 2,5 Milliarden. Das fängt in Spanien an und das hört hinten in Es gibt Malaysia noch hört das nicht einmal auf, 2 Milliarden. indem du sagst, ja, die Muslime, die sind so. Ja, okay, das ist ja in deinem So, ich bin kleinen Gehirn, was du Ex-Muslim. da Was ist besitzt, der ist da Unterschied? drin. Was Die ist der muslimische Unterschied zwischen Umma ist dem sehr, sehr, Glaubensbekenntnis sehr zum groß. Christen? Sehr Was ist der groß und Unterschied in sehr dem Glaubensbekenntnis? Was ist der Unterschied in dem Glaubensbekenntnis zwischen Schia-Islam und Darf Sunni-Islam? ich dir sagen? Glauben die Schiiten an irgendetwas Ja, anderes als die darf ich dir Sunniten? sagen? Darf ich dir sagen? Ja, bitte. Weil du heißt Kian, ne? Ich bin immer respektvoll mit dir, ich beleidige dich nicht nur sonst was, du hast deinen Weg Hans gewählt. Gemachen, drauf geschissen. Nee, nee, mach ich nicht. Guck mal, ich bin erstens an erster Wir sind Stelle nicht so ein wie du, Muslim. Kian. Wir sind nicht so wie du. Genau, der Drauf Prophet, geschissen. Ich habe hörst keinen du? Respekt vor euch. Ich rede nicht als gute Freunde. Okay, guck Ich bin nicht mal. derjenige, der einen netten Kannst du mir Dialog glauben, mit du euch bist mir auch führt. sowas von Braucht doch scheißegal. niemand. Kian, Ich bin Kian, sowas von scheißegal. Kian, du sagst ja, du hast keinen Respekt vor uns. Ich folge Jesus, Isa a.s., Nein, ja? du folgst dem islamischen Jesus, aber Darum du folgst nicht respektiere dem ich dich. christlichen Hör Jesus. zu, ich Der will dir nur christliche was Jesus sagen. hat mit dem islamischen Jesus nichts zu tun. Okay, lass mal Jesus aussprechen. ist ein Lass doch muslimischer mal Rambo. aussprechen, Kollege. Ja, der christliche Jesus ist ein Softie, ist ein Hippie. Der ist Ja, völlig in lässt du mich Ordnung. aussprechen? Aber der Lässt du mich islamische aussprechen? Jesus ist ein durchgeknallter Killer. Okay, lässt du mich aussprechen? Ja. Okay, guck mal. Du sagst gerade, wo ist der Unterschied zwischen dem Schia-Glauben und dem sunnitischen Glauben, ja? Genau, wo ist der Unterschied? Okay, du bist ja ein Schia gewesen. Das musst du ja selber am besten wissen. Die Ich Schia. möchte wissen, was Ja, glauben die Schiiten okay, anders als lass die mich Sunniten? aussprechen. Schau, ich bitte dich Ganz höflich. einfach, ganz einfache Sache. Okay, ja, lass mich aussprechen. Ich kann dir das nicht in einem Satz sagen. Ich sage Limited, es. Bruder, Das limited, musst du in limited. einem Dem geht's Satz nicht um sagen Schia oder können. Sunna. Denn Dem ich geht's kann um es in einem Satz Assalamu alaikum, sagen. meine Freunde. Ich Guck kann es in mal. einem Satz sagen. Die Ich kann es. Schia akzeptieren, Abu Bakr. Bei Glauben Sie 130.000 nicht? Das Likes ist werden die nicht ein Teil Kommentare des angemacht. Glaubensbekenntnisses. Das ist Oh, nicht ein Teil oh, oh. von Ahkam und weiß der Geier was alles. Es ist überhaupt nicht ein Teil davon. Du kannst Abu Bakr ablehnen und kannst trotzdem ein Muslim sein. Was kann man? Du brauchst die Khalifa nicht anerkennen, um ein Muslim zu sein. Was ist die Bist du Basis? sicher? Was ist die Basis des Glaubensbekenntnisses? An was müssen Sunniten und Schiiten glauben, damit sie vollwertige Muslime sind? An Was Allah Azza wa Jal und an müssen sie den Propheten. bezeugen? Ja, lass mich aussprechen. An Allah Azza wa Jal und an den Propheten. Aber Ja. der Allah Azza wa Jal sagt im An Koran, was noch? An was noch?
Was dann, was noch? Du fragst mich nach dem Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis ja, ist die dieses Schahade. Glaubensbekenntnis Amantu Billahi, das geht doch noch weiter. Das Glaubensbekenntnis ist nicht Amantu Billahi. Das bezeugt, an was Muslime glauben sollen. Sie glauben Die an Schahade, ashhadu an la ilaha die illallah wa Schahada ashhadu anna Muhammad genügt, die Rasulullah. genügt schon, ist fein. Aber ich sage, die Schiiten glauben an den Koran, die Sunniten glauben an den Koran. Die Schiiten glauben, dass Allah einer ist, die Sunniten tun das. Die Schiiten glauben, dass der Die Prophet Mohammed Schiiten der glauben letzte nicht an Prophet denselben ist. Islam wie wir. Der Limited, Prophet, du verstehst das nicht. Es geht nicht um Schia, es geht um Muslime allgemein. Für die Sunniten glauben das. Hallo, Die Schiiten glauben an Hallöchen, die drei Petrischen, Bücher, Kuckuck, Taurat, hallo. Injil und Koran, Ey, du da, genauso wie die hallo. Sunniten. Ganz einfach. Was erzählst du? Laeri, hallo. Ja, also, es gibt keinen Unterschied. Du Laeri. kannst nicht einen Unterschied machen. Schiiten sind Muslime und deswegen habe ich ein Recht, mich Muslim zu nennen. Damals. Kian, ich habe die jetzt mal rausgetan, weil die waren schon oft genug drin, haben nur Schwachsinn geredet. Wir haben jetzt eine Okay. Dame für dich, bitte. Ja, okay. Ach Ah, okay, habe ich nicht so, gesehen. Hallöchen. Habe ich nicht gesehen. Ja. Doch, ich habe gerade. Ja, ich weiß nicht, ob ich irgendwie stumm bin oder so, aber. Ich glaube. Nein, bist du nicht. Du kannst reden. Rede. Ja, sehr schön. Also, ich bin jetzt gerade erst dazugekommen, aber es geht ja mal wieder über die um die bösen Moslems, wie ihr ja mal alle sagt, ne? Genau. Ja. Finde ich nicht so toll, Leute, ganz ehrlich. Lass doch die Völlig sein, lass doch jeden das sein, was er ist. Würden Was wir gerne. habt ihr so viel Hass in eurem Herzen, dass ihr andere Menschen für deren Religion irgendwie verurteilen müsst oder so? Habt ihr keine Erziehung zu Hause genossen oder so? Haben euch eure Eltern nicht mit auf den Weg gegeben, dass es egal ist, welche Religion der Mensch hat, sondern es auch darauf ankommt, was der Mensch für eine Person ist? Also erst einmal reden wir hier über Ideologie und nicht über die Muslime. Wir reden über Ideologie. Und über Ideologie können wir reden, wie wir wollen. Ideologie haben keine Menschenrechte. Menschen haben Rechte. Ideen sind nur Ideen. Ideen kannst du zerreißen, zerpflücken, lieben, hassen, ablehnen oder befürworten. Oh, Ja? Und nimm mal deswegen, Luft, wenn du wenn redest. wir über den Islam reden, dann reden wir von einer Idee. Wenn wir anfangen würden zu sagen, alle sind so und so, dann würde es problematisch werden. Aber wir reden von Islam. Und deswegen können wir über Islam alles Mögliche sagen. Wir können sagen, ich möchte den Islam die Toilette runterspülen oder ich möchte Islam auf ein goldenes Tablett legen. Gehört sich Ja, aber aber nicht. den richtigen Islam. Nicht aus dem Kontext alles gezogen. Es gehört Also, sich, weil Islam hat oh, die keine Bubbles die Rechte. ganze Man Zeit, muss, Alter. warum sollte ich einer Ideologie, die grundsätzlich Nicht-Muslime als Affen und Schweine beschreibt, als taub, dumm und stumm, als mit Tieren vergleicht, warum sollte ich Okay, wo so hast du eine das denn Religion her? Wo hast du überhaupt das denn her? respektieren? Steht das? Hast du den Koran gelesen? Ach mein Gott, da könnt ihr, habt ihr, Oh seid mein ihr, Gott, seid ihr alle im mein Gott, Inzest mein Gott. geboren Der worden? liebe Gott, also ich habt heiße ihr alle nicht die mein gleichen Gott. Gene Mona bekommen? Oder reicht, ne? Mona reicht. Ich heiße nicht mein Gott. Mona reicht. Das ist schon mal gut. Mona, er war 30 Jahre Muslim. Er hat den Koran Ja, natürlich und nicht das gelesen. Was hat ist das für nicht. eine dämliche Frage? Wie bitte? Ja, das steht. Kann ich mal, das steht im Koran, dass Allah die Menschen, also ich sag mal, zu Affen und Schweine verwandelt hat. Aber wo ist jetzt das Problem? Ja, ganz genau. Vielen Dank. Mona, hör mal jetzt von deinem muslimischen Bruder, wo das Problem ist. Sure 5, Vers 60. Allah sagt, dass Ja, er. aber warum hat er das auch gemacht, ist die Frage. Ist doch Die Juden völlig haben auch, die scheißegal. haben Das ist sich auch eine kriminelle ungerecht behandelt. Gruppe. Nein, Menschlich, dann nein, ist das ey. Rolle, dann spielt es überhaupt keine Rolle mehr. Das ist der Anlass dafür gewesen, dass Muslime 1300, 400 Jahre die Juden durch die Geschichte gejagt haben, weil sie fest davon überzeugt waren, dass die Juden Affen und Schweine sind. Und wenn ein Gott eine ganze Religionsgemeinschaft erniedrigt, was löst das in der Das war Psyche nicht eine von. ganze, das war nicht eine ganze Ja, ich Gemeinschaft, weiß, sondern es nur war ein ein Teil, Teil. die sich Es war ein daneben Teil, die den benommen haben. Sabbat übertreten haben, bla bla bla. Bla bla Tatsache bla ist, bla. Darf ich jetzt mal Tatsache wissen, ist, welcher Religion dass du wenn der angehörst, Koran die Juden du und die kurdischer Christen so Ex-Moslem? erwähnt, dass es die Muslime Mona, dann du bist denken. keine Muslima, du hast kein Kopftuch auf. Komm, hör auf zu reden. Ey, das ist immer das Lustigste. Das ist immer das Lustigste. Weil ich kein Kopftuch trage, bin ich keine Muslima. Ey, ich lach mich tot, Alter. Ich lach mich tot. Digga, ich kann für mich entscheiden, ob ich ein Kopftuch tragen möchte oder nicht. Es ist meine Sünde und nicht eure Sünde. Und ihr habt nicht zu beurteilen, Also, ich sag mal so, wenn man kein wie Kopftuch trägt, das ist eine Sünde, aber jetzt kein Unglaube. Ich weiß auch nicht, warum Ja, die nein, jetzt hat auch auch gar nicht. nichts damit zu tun, Lass aber sie die wird Kafir. in dem Glauben, lass die in den Glauben, dass ich eine Ungläubige bin, lass die in dem Nein, Glauben, da dass hat ich ein jemand Kafir gesagt. bin. Das Da hat ist mir jemand so gesagt, du bist Schnuppe, Kafir. weil ganz ehrlich, Allah Du bist weiß, Kafir. ob ich gläubig bin, ob ich den Islam in meinem Herzen habe oder nicht.
Ja, das ist dieses Geschnulze von... Dieses Geschnulze. Komm, ja, ey, du, okay, ich möchte jetzt mal gerne wissen... genau mehr wissen, dass der Hijab sie in allen Lebenslagen... Oh, ja. Ich möchte jetzt mal gerne wissen, welche Religion du angehörst. Ich gehöre der Religion der Vernunft an, nennt man Atheismus. Ja, gut. Dann herzlichen Glückwunsch. Dann, wenn du Atheist bist, dann laber mich nicht voll, okay? Warum dann glaub nicht? An das, was du glauben willst, aber laber mich nicht voll. Ich bin Moderator hier. Ich darf sowieso reden. Du bist Mona, du kommst hoch und laberst die Leute voll mit ihrem Schwachsinn. Also bitte. Wer labert hier wen voll? Wer bist du eigentlich? Ich bin der Host. Wer bist du? Vielen Dank, Marosch. Ja, du, da steht doch mein Name. Bei dir steht nur Löwenherz. Mario. Richtig. Ich bin Löwenherz. Sigma. Und die andere natürlich. Also Mona, was ist dein Problem, wenn wir über die islamische Ideologie sprechen? Weil es nicht der... Was sie sagen möchte, ist, dass du halt alles aus dem Kontext nimmst. Also du interpretierst den Islam so, wie du willst. Weißt du, was ich meine? Ja, danke schön. Ich kann mich leider um diese Uhrzeit... Weil ich hab mir halt schon einige Videos von den Herren angeschaut. Also er lügt viel, er zählt Sachen aus dem Koran, also aus dem Kontext. Allah hat die Juden zu Affen und Schweine erniedrigt. Ja, warum hat er das gemacht? Einfach so, weil die Juden... Ja, aber warum hat er das gemacht, ist die Frage. Die weil die Juden versucht haben, die Propheten zu töten. Die Juden haben versucht, Jesus zu töten. Weißt du? Die Juden deswegen hasst und ablehnt. Und der jüdische und der islamische Antisemitismus hat grundsätzlich dazu geführt, dass die Juden von einem Jahrhundert zum anderen durch die Geschichte gejagt worden sind, weil durchgeknallte Muslime die Juden aufgrund dieser Koranverse stigmatisiert haben. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Ja, was glaubst du, was das in dem Kopf von Menschen auslöst, wenn Muslimen den ganzen Tag erzählt wird, die Christen sind bei Allah verdammt, die Juden sind verstoßene Affen, Sure 5, Vers 66. Was löst das in der Psyche von Gläubigen aus, wenn sie sagen, oh, unser Gott hat dieses Volk erniedrigt? Ja, deswegen rechnet ihr mit Israel so brutal ab. Es geht hier nicht um kleines Land, es geht nicht um Palästina. Ihr verbreitet euren Judenhass. Es ist ein Kampf Islam gegen die Juden, eine alte Abrechnung, die ihr aufgemacht habt. Ja, das so. Ist die Realität. Hallo, danke. Also lies mal, also das ist nicht nur im Koran steht, also ist die Kritik hier an Juden von das, was sie damals gemacht haben, sondern auch das findet ihr wieder in der Bibel. Ja, lies mal Hosea 8. Lies mal Hosea 8. Bleib beim Koran, ich habe keine Ahnung von der Bibel. Lass mich in Ruhe mit der Bibel. Guten Morgen zusammen. Also ich muss mal, ich grätsche jetzt einfach mal rein, oder? Also ich höre jetzt schon eine Weile zu und ich feiere euch beide, also Löwenherz und keine Ahnung nochmal, wie dein Name ist, aber ich Kian. Ultimativ, vor allem, weil hier Leute reinkommen, die einfach mal keinen Plan vom Leben haben, oder? Also ich habe auch keinen Plan von den einzelnen Glaubensbekenntnissen. Also ich bin Österreicher, oder? Und für mich ist das einfach so ein bisschen so dieses Unverständnis, oder? Also diese Palästina oder Hamas, die dem Koran angehören, wollen im anderen Land die tausend Jahre von jeglicher Zivilisation immer verfolgt wurden, irgendwie den Weg weisen, ist natürlich auch so ein Streitpunkt, oder? Was die Israelis machen, was die Palästinenser machen. Und jetzt komme ich mal zum Kern oder zum Punkt, was man so in den Medien sieht, oder? Wo Muslime irgendwo auf dem Platz stehen, versuchen irgendwelche Denkmäler, die tausende von Jahren da stehen, irgendwie sich aneignen wollen und zu Märtyrerfiguren oder Märtyrerstatusen setzen. Das würde ich mal gerne wissen, ob das da in euren Glaubensbekenntnissen steht, irgendwelche Denkmäler oder Symbole der Geschichte zu schänden, um die eigene Meinung irgendwie in den Vordergrund zu stellen. Also das ist einfach ihr Herrschaftsanspruch, weil diese Ideologie komplett beknackt ist. Das sind alles Barbaren, die kompletten Sockenschuss haben. Tut mir leid. Genau. Absolut. Absolut. Und das reicht, wenn eine Religion den ganzen Tag sich mit den Juden beschäftigt und solche Sachen sagt wie, wenn ihr Juden auf der Straße begegnet, wie in diesem Hadith von Abu Huraira, dann zwingt die Juden und die Christen euch zuerst zu grüßen. Und dann, wenn sie euch gegrüßt haben, dann drängt sie auf die engste Stelle der Straße. Das ist Herrenmenschentum.
Ja, oder wie der Prophet Mohammed gesagt hat, esst nicht bei den Christen und schlaf nicht bei den Juden. Esst nicht bei den Christen, weil sie das Fleisch nicht islamisch schlachten oder weil sie es nicht schlachten, indem sie den Namen Gottes darüber ausrufen, und schlaf nicht bei den Juden, weil die könnten euch in der Nacht meucheln. Solche Propagandascheiße aus dem Islam hat dazu geführt, dass Juden... Kannst du mir bitte Quellen geben? Weil soweit ich weiß, die Frauen des Propheten, eine davon war Juden, der andere war Christin. Die Frauen des Propheten. Er hat Saphir genommen, sie war eine Sklavin. Er hat sie genommen, ihren Ehemann getötet und ihr Sohn kam in die Sklaverei. Und dann wird behauptet... Ja, einmal Quellen bitte, wäre sehr nett. Dann wurde behauptet, dass Saphir den Propheten sofort geliebt hat. So ein Bullshit. Ich überfalle einen jüdischen Stamm, töte alle ihre Mitglieder, alle ihre Familienangehörigen, und Saphir fällt in Liebe zum Prophet Mohammed. Bullshit. Aber warte, von was ist? Ich will mal Quellen, nicht deinen eigenen Mann. Ich will historische Quellen. Kannst du mir das liefern? Ist das möglich? Die Frau hat dreimal von unserem Propheten geträumt, du Lügner. Was tust du mir lügen? Du bist so ein Lügner, Ex-Muslim. Pack dir erstmal deine eigene Religion. Unsinn. Wo Jesus sagt in Lukas 12, Vers 27, alle meine Feinde, die nicht an mich glauben, bringt sie vor mir und schlachtet sie. Lass mich in Ruhe mit den Christentum. Warte, der hat nicht mit dem Christentum zu tun, deswegen beziehen wir uns mal nicht auf den Christentum. Aber falls jemand unter euch Christ ist und meint, ich stehe mit Israel und was weiß ich, erstmal, die Wiedereinnahme Palästinas wird im Christentum prophezeit, im Jesaja 9, für da findet es nochmal, und die bestrafen, warum, und warte kurz, lass mich doch mal ausreden. Nein, wir wollen keine Nebenschauplätze hier. Hört auf, vom Christentum oder Judentum zu sprechen. Aber warum wird er jetzt gekickt? Ich verstehe das nicht. Weil wir hier nicht missionarisch unterwegs sind. Wir sind hier nicht dafür, irgendeine Religion anzupreisen. Wir sind dafür, eine barbarische, idiotische Ideologie zu vernichten. Ja, okay, Bro, aber wenn er über den Islam spricht, da dürfen wir uns doch auch verteidigen, oder nicht? Nein, ihr dürft euch nicht mit dem Christentum und Judentum verteidigen. Bleibt auf eurem eigenen Kampffeld. Kann sich der Islam nicht selbst verteidigen? Ja, na klar kann er das. Hä? Ja, was? Kann der Islam sich nicht selbst verteidigen? Warum musst du mit dem Finger auf irgendwelche Bibelverse zeigen? Ja, weil du Christ doch bist, oder nicht? Bist du Christ oder nicht? Ich bin ein Gottloser. Ich glaube weder an Gott noch an irgendetwas anderes. Ich habe mit Christentum und Judentum überhaupt nichts am Hut. Ja, okay, dann sprich aber auch nicht über andere Religionen so. Doch, ich rede als Ex-Muslim, als ehemaliger praktizierender Muslim, rede ich über meine ehemalige Religion. Halleluja. Gut, und ich darf sie verteidigen. Ja, du darfst deine Religion verteidigen, aber komm nicht mit einem Bibelvers. Du musst, der Islam muss aus sich heraus verteidigt werden. Aber wenn du eine andere Religion, wie dieser Clown hier, herbeirufen musst, damit der den Islam verteidigen kann, dann zeigt das eindeutig, dass kein Argument da ist. Dann musst du eine fremde Religion zur Hilfe rufen. So funktioniert die Religion nicht. Okay, ja, wo ist jetzt das Problem? Das Problem ist... Aber was ist denn das Thema jetzt? Das Thema geht um den Palästinenser und Israel. Juden. Es ist der Judenhass im Islam. Das ist das Thema. Der Judenhass. Ach so, die Palästina bombardieren natürlich auch Krankenhäuser, ne? Das ist, glaube ich, eher andersrum, das oder? Das ist völlig in Ordnung, dass sie Krankenhäuser bombardieren, wenn sich darunter Abwehrbatterien oder Abschussrampen der Hamas befinden und sich unter dem Krankenhaus Hamas-Terroristen verstecken, die in ihren Tunnel abhängen. Eine Hamas, die gegründet wurde von den USA. Okay, ja. Selbst schuld. Mhm. Okay, das recht. Okay, also wenn in Deutschland sich Terroristen verschanzen in Krankenhäusern, dann ich muss nämlich noch was kurz sagen zu dir, hör mal. Ich weiß nicht, was du davon dir ablässt. Ne? Ich glaube erstmal, dass du gar kein Eskimo-Muslim bist. Ist okay? Egal, ich bin Spaghetti-Esser. Okay. Ja, glaube ich nicht. Zudem darf er natürlich die Bibel zitieren. Und da steht auch drauf. Nein, was er gesagt hat, das ist auch korrekt. Schau mal, wir wollen nur Frieden. Tod auf beide Seiten bringt sowieso nichts. Du weißt ja sowieso. Ich bleibe beim Islam und ich prangere den Islam an, dass es ein ausgeprägter. Man hört also die unterdrückte Feindseligkeit gegenüber den Islam von dir. Man hört die unterdrückte Feindseligkeit. Hau mal, bleib mal ganz ruhig. Mach mal jetzt nicht hier den Rambo hier, okay? Ich mach den Rambo. Du machst den Rambo, lass uns treffen, wenn du ein Mann bist. Dann komm. Da gucken wir, wer gewinnt. Wo denn bitte? Nur weil ich. Wo du willst. Lass okay? mal. Da gucken wir, wer der Rambo ist. Lass mal deine orientalische. Junge! Aber warum, Rockern, warum willst du dich mit ihm treffen? Hast du irgendwelche Tendenzen? Ja, weil der Typ bedroht Männer, mich. Oder das doch gehört. Los? Der hat mich doch bedroht. Was los? Der hat ihn wirklich bedroht, das habe ich gehört. Ja, ich habe ihn bedroht.
Das kannst du gerne versuchen. Ja, ich komme. Wo du willst und wann immer du willst. Komm, gib mir die Adresse. Ich möchte gerne immer noch wissen. Direkt. Ich schicke sie dir jetzt hier in deine Dings. Ich komme alleine, Alter. Ich brauche niemanden. Das rechtfertigt ihr. Und mit meinem Neffen. Wer sagt denn, dass irgendeiner der. Es gibt vielleicht Muslime, aber wer sagt denn. Ich bringe mein Hausschwein mit zum Treffen. Hamas. Gerne, kein Problem. Oder irgendwie oder sonst dabei. Irgendwas. Ey, bitte. Warum verallgemeinert ihr das? Warum verallgemeinert ihr das? Also, Tote auf beiden Seiten ist einfach scheiße. Das habe ich auch gesagt. Aber warum akzeptiert ihr das nicht? Also, nach dem Motto, also tote Moslems sind nichts wert, sozusagen. Ja, ich kann es dir nicht sagen. Das ist traurig. Es wird gerechtfertigt. Ja, man merkt einfach beim Ex-Muslim, bei ihm ist einfach ein Hass gegenüber dem Islam. Es geht ihm gar nicht um die Thematik. Selbstverständlich. Natürlich. Ich H-A-S-S-E den Islam. Absolut. Ja, kannst du. Ist okay, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass du ein Christ bist. Also bist du nicht menschlich jetzt, ne, sozusagen. Du hast auch den Moslem sozusagen, die Menschen, die Islami sind. Ich bringe Menschen nicht um. Ja, ihr tut das, eure Truppe tut das, eure Dschihad. Ich? Warum? Warum? Ich? Wo tun wir irgendwas? 1000 Tote jeden Monat durch den Realo-Islam in Islam schmelzen. Durchschnittlich. Junge, hör mal zu. Er meint damit den Islam, der erste Weltkrieg, eure Glaubensbrüder. Hör mal, der erste Weltkrieg. Hau ab mit erste Weltkrieg, hau ab mit ersten Weltkrieg, Mann. Der Christentum, der Westen, der sich mit dem Christentum identifiziert, zweite Weltkrieg eben. Lass mal mit deinem Christentum hier. Ich habe dir immer gesagt. Warum wird er jetzt gekickt? Ich verstehe das nicht. Weil wir gibt kein Christentum hier, Meinung, Mann. Okay, es ist jetzt egal. Ihr sagt hier die ganze Zeit, wir morden. Noch einmal. Wer bombardiert einfach unschuldige Menschen derzeit? Egal, ob es Muslime sind oder irgendeine andere Religion. Hamas. Die Hamas ist eine von der USA gegründete Truppe. Das hat nichts mit Israel. Das hat nichts mit dem Islam zu tun. Wer hat die Hamas gegründet? Hezbollah. Hamas ist eine Schweinebande und wird gerade bombardiert und das ist sehr gut so. Genauso wie die IS, genauso wie Al-Qaida, das sind alles Erfindungen von den Amis. Bullshit. Und das weiß jeder Mensch. Ich weiß nicht, hinter welchem Mond du lebst, aber das Mond. Die mit einer schwarzen Flagge und weißen Schrift auftauchen und sie werden sagen, Shalom, wenn der IS und der Islam doch so islamfeindlich, jüdisch feindlich ist, warum hat die IS dann nicht Israel angegriffen? So, warum hat der Palästina da ist der Ex-Muslim mal wieder Mund hoch gegeben? Warum hat Palästina damals Israel Ich kann doch dir zeigen, die Koranverse. Denn rede doch nicht. Ich will zu dir, willst du die Hadithe hören? Wie der Islam Juden beschreibt? Mona, wenn du dich noch einmal entstummst, wenn ich die Stumme fliegst, so. Also ich habe den Live hier sehr lange beobachtet. Jeder Muslim, der hier reingekommen ist, war vor dir oben. Ich bitte dich Frieden. Ganz kurz. Ich war ihr seid vor richtige oben. Anstifter. Ihr seid ich nicht war vor dir oben. Rede keinen Unsinn. Kein praktizierender Muslim ist für Frieden. Klar sind wir für Frieden. Es gibt keinen Frieden im Islam. Es gibt Frieden im Islam. Mit dem Kuffar gibt es keinen Frieden. Ja, yo, Rabbi, Ruhe bitte, Kian, ganz kurz, wir lassen also, Rabbi reden. Jeder, der Tscheche, du wirst gleich rausgeschmissen, wenn du dazwischen redest. So, Tscheche, Ruhe jetzt. Moment, mein Rabbi ist hochgekommen. So, Löwenherz, erstmal Dankeschön, dass du mich hochgeholt hast. Grüß dich, Kian. Ich verstehe Muslime nicht. Also ich habe nichts gegen euch oder sonst irgendwas, aber ihr versucht bei Atheisten mit dem Christentum zu kommen und dann, wenn ihr mit dem Christentum kommt... Er ist kein Atheist, er ist ein Christ. Er macht nur Paulus-Taktik, er benutzt Takir. Das ist bei ihm erlaubt, weil Paulus hat auch gelogen. Bei mir? Ja, bei dir, ja. Okay, Moment. Darf ich dir beweisen, dass ich kein Christ bin? Ja, bitte, beweis mir das mal. Okay, zur Hölle mit Jesus Christus. Möge er für immer in der atheistischen Hölle brennen. Zur Hölle mit der Bibel, zur Hölle mit der Tora, zur Hölle mit Jahwe, zur Hölle mit der Dreifaltigkeit. Glaubst du, dass ein Christ unter Taqiyya es wagen würde, die Dreifaltigkeit so anzugreifen? Ja, natürlich, weil Paulus selber gesagt hat, wenn ich mit Juden bin, dann bin ich ein Jude. Ja, weil die Juden haben auch Ähnlichkeit. Jesus war ein Jude. Ja, aber Paulus hat selber gesagt, wenn ich mit Juden bin, dann tue ich so, als wäre ich ein Jude. Er war ein Jude, aber er war kein Muslim. Paulus sagt doch selber, dass er mit dem alten Kian, ist. Kian, das war schon hart. Rabbi war gerade oben und Rabbi ist Jude. Ja. Das war jetzt schon hart, was du jetzt gemacht hast. Das ist alles nicht. Das ist,
Ah, das war schon eine Nummer. Also Leute, Kian darf das sagen, aber ich distanziere mich davon. Ja, ich distanziere mich da auch eindeutig von der Aussage. Ja, wer ist denn Jahwe? Hier so ein kindertötender Gott. Ist der gleiche Gott. Ist der gleiche Gott wie der Christen hier. Neues Testament, Altes Testament. Der alte Testament-Gott ist ja total der Freak. Okay, ist ja gut, dass du es zugibst. Ist ja gut, dass du es zugibst. Neues Testament ist plötzlich der Gott ein Hippie, ist ganz nett, verzeiht den Leuten, bringt den Hippie Jesus auf die Tagesordnung und verzeiht alles. Aber der alttestamentarische Gott ist brutal. Was habe ich überhaupt mit Christentum und Jahwe und mit Schokolade und wie die alle heißen zu tun? Habe ich nichts zu tun. Okay, dann ist die Frage aber trotzdem, also, wenn du das eingesehen hast. Es ist Meinungsfreiheit, Kian darf das sagen, es ist Meinungsfreiheit. Ja, ist ja okay, aber wieso ist es Meinungsfreiheit, wenn er gegen Islam schießt, aber wenn wir uns verteidigen, dann ist es... Er kann sagen, was er will. Junge, sag doch, was du willst, ist doch mir egal. Aber ja, okay, aber wieso schießt du dann explizit auf den Islam? Das verstehe ich nicht. Wenn ich hier als Atheist bin. Junge, ich gehe auf meinen Twitter-Account, ex-Muslim Kian Kermanschein, schau dir die letzten 20 Artikel daran. Die habe ich geschrieben, da war ich ja noch gar nicht im Chat. Da schreibe ich nur kritische Artikel gegen Judentum und Christentum. Wie kann ich überhaupt Christ sein, wenn ich das Christentum auf meiner Seite dort systematisch auseinandernehme? Und warum nennst du dich dann Ex-Muslim und nennst du dich nicht Atheist? Ich nenne mich Ex-Muslim, weil ich aus dem Islam komme. Ja, der Islam hat mich geprägt und ich möchte die Menschen da draußen sagen, hallo, ich bin Ex-Muslim. Aber du lebst doch in Deutschland. Deutschland hat dich doch auch christlich geprägt. Eisverkäufer, geht nicht. Ich muss einen Hinweis geben auf die Religion, die jetzt augenblicklich in Deutschland uns immensen Schaden zufügt und ein Feind, ein großer Feind unserer Zivilisation ist. Okay? Naja, also das sehe ich jetzt nicht so, aber gut. Ja, du bist ja in Deutschland, wenn du in Deutschland aufgewachsen bist du auch christlich geprägt. Nein, bin ich trotzdem nicht. Ich habe kein Kreuz um den Hals, ich feiere nicht Weihnachten, ich gehe nicht in die Kirche und ich singe auch nicht Halleluja. Ich kenne auch nicht den Katechismus der Katholiken und der Evangelisten und so weiter. Es interessiert mich nicht. Mich interessiert nur Islam, weil ich in dieser Religion groß geworden bin. Und nicht nur groß geworden, ich war ein Teil dieser Religion. Ich komme aus dem Epizentrum dieser Religion. Okay, alles klar. Was warst du denn für eine Richtung, wenn ich fragen darf? Ich war schiitischer Muslim. Schiitischer, okay. Also dann warst du nicht wirklich ein Muslim. Genau. Okay. Wunderbar. Okay, gut. Alissa, wir haben Aude. Alissa. Hallo. Ja, Shalom. Wie geht's euch? Mir geht's blendend. Selber? Alissa, was möchtest du jetzt beitragen zur Diskussion? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was für ein Thema ist. Oh, okay, alles klar. Gut, dann das Thema ist, Alissa kann wieder gehen. So. Also wie gesagt, Tote auf beiden Seiten. Mona, du darfst wieder reden übrigens, also alles gut. Und ja. Ich habe derzeit gerade nichts zu sagen. Ich warte. Wie gesagt, Tote auf beiden Seiten ist scheiße. Genau. Wenn es da Leute gab, die wirklich irgendwie israelische Zivilisten getötet und angegriffen haben, dann muss ganz klar, müssen die gestoppt werden, Knast, Vernichtung, wie auch immer. Mann, wenn es da Leute gab, dass du das überhaupt noch anzweifelst, aber hast du einen Sockenschuss? Nee, ich zweifle das nicht an, aber ich habe mich jetzt auch nicht extrem, extrem befasst damit. Ich habe da was von Geiseln und so gehört, aber so ganz krass viel habe ich nicht mitbekommen. Aber was ich nur sagen will ist, wenn es auf beiden Seiten Tote, unnötige Tote gibt, dann ist es komplett unnötig. Dafür kann doch Israel nicht. Israel ist am 7. Oktober nicht in den Gaza eingefallen, sondern die Leute von Gaza sind in Israel eingedrungen und haben dieses Chaos verursacht. Und warum? Die Palästinenser den... Ah, jetzt kommt Nati, bitteschön. Jetzt kommt ja, aber wenn man andere Länder besetzt, dann muss man eben damit rechnen, dass sich die Leute wehren. Wieder. Okay, alles klar. Ja, bitte, Nati. Ja, aber ganz ehrlich, Ex-Muslim, was denkst du dir denn, wenn jetzt in Deutschland auf einmal eine Horde, keine Ahnung was, kommt und sagt, hey, weißt du was, das Land gehört jetzt uns? Nee, Ex-Muslim, wir werden das nie machen. Wenn du mal drauf kommst. Dann frage ich mich auch so, hey, wenn die Leute sich wehren, dann ist das so. Frag jeden Deutschen, wenn jetzt irgendeine Horde von Menschen kommt und plötzlich sagt, Deutschland gehört jetzt uns und es ist jetzt unser Land und die Deutschen sich wehren, dann heißt es nicht, dass die Deutschen Nazis sind, sondern sie verteidigen ihr Land. Juden sind in ihr angestammtes Land zurückgekommen.
Das ist ihr Land. Da haben sie 3500 Jahre lang Verbindung mit. Zeig mir eine archäologische Ausgrabung, wo irgendwie ein Beweis war, dass da irgendwie Palästinenser gelebt haben. Na gut, da kann ich ja nur 5000 Jahre weiter zurückgehen. Ja. Aber wenn du da eine Wir leben aber jetzt im Jetzt. Auf die Judäa-Königreiche. Ja, aber Ex-Muslim, wir leben im Jetzt. Du kannst nicht ein Land, was 1400 Jahre mindestens besetzt war von den Palästinensern, auf einmal nehmen und sagen, ja, aber vor 5000 Jahren, Junge, ja, vor 10.000 Jahren gab es auch, keine Ahnung, Dinosaurier. Schau dir einfach mal die jüdischen Königreiche dort an. Was sagst du, Jalil? Dann wollen die Indianer auch ihr Land zurück. Dann schmeißen sie halt alle Europäer oder was? Die Indianer haben nicht überall in Amerika gelebt. Die hatten ihre angestammten Siedlungsgebiete und das war's. Ja? Waren da die Europäer schon von Anfang an? Vielleicht ist dir nicht aufgefallen, wo Amerika ist. Ja, also das ist jetzt ein sehr schlechtes Argument. Von Anfang an oder was? Ey, ohne Witz, du hast für alles hast du irgendwie... Das sind sehr schwammige und schlechte Aussagen. Jetzt machst du dich wirklich lächerlich, mein Freund. Sie sind auf ihre Heimat zurückgekehrt. Und warum haben die Palästinenser jetzt am 7. Oktober die angegriffen? Wie lange wurden die Palästinenser denn unterdrückt von den Israelis? Wie lange denn? Seitdem die Israelis dort sind, haben die angefangen, die Palästinenser zu unterdrücken, zu vertreiben, in den Gazastreifen einzusperren. Wie können die Palästinenser vertreiben? Sie machen 4, 5 Kinder. Die Gaza-Bevölkerung ist 6-mal in den letzten 35 Jahren ist die Population 6-fach angestiegen. Da ist nichts mit Vertreibung. Die Menschen sind alle da. Ja, aber die Araber wollten keinen Frieden. Das ist Siedlungspolitik gibt es auch nicht. Ne? Die ganzen Siedler, die Familien aus den Häusern vertreiben, gibt es auch nicht. Die Hälfte. Weißt du, woran das gescheitert ist? Gibt es das nicht? Es ist dass die Menschen aus ihren Häusern vertrieben werden. Gibt es das nicht? Es werden keine Palästinenser aus den Häusern vertrieben. Nein. Natürlich. Von den kleinen Scharmützeln zwischen Siedler dafür und, gibt es und, viele Beweise, Kian. Dafür gibt es viele Beweise, Kian. Ich habe eben gerade gesagt, es gibt aggressive Siedler, die Palästinenser von ihrem Boden vertreiben. Das verurteile ich absolut. Absolut. Ja, und dann kannst du diese ganze Aggression von deren Seite nicht. Nein, kann ich nicht. Ich kann den kannst du nicht Tod verstehen. Von 1400 kannst du nicht verstehen oder was? Nein, kann ich nicht verstehen. Ja, aber das Problem ist, die Leute werden aus ihren Häusern vertrieben. Das musst du verstehen. Nein. Die Kinder werden inhaftiert, nur weil die irgendwelche Steine werfen. Das musst du verstehen. Sorry. Das musst du verstehen. Die hätten die Araber schon vor 40, 50 Jahren ihren Palästinenserstaat haben können. Mit allem, was sie gefordert haben. Ihr habt die ganzen Protokolle. Die ganzen Verhandlungsprotokolle könnt ihr euch im Internet abrufen. Und schaut euch mal an, woran es in den ganzen 11 Friedensgespräche gescheitert ist. Immer an der Frage von Jerusalem. Immer an der Frage von Jerusalem. Israel hat gesagt, pass mal auf. Aber jetzt kannst du das nicht verstehen. Wir wollen nicht, dass die Leute, wenn man sie einfährt in so einem kleinen Streifen von Gaza, dass die da nicht irgendwann platzen. Hamas greift regelmäßig an. Das ist die ganze Zeit. Ich will mal ganz gerne sagen, das tun die Siedler auch. Israel. Mit Gewalt. 7000 Siedler. Ich habe mal eine Frage. Lass mich mal jetzt reden. Kian, du hast lange gehört. Ich bin Moderator und der König von TikTok. Ich darf so lange reden. Ich schwöre so viel, wie ich will, plus minus. Ich habe mal eine Frage. Und zwar habe ich jetzt gerade ein bisschen zugehört. Und zwar greifst du ja immer wieder zurück auf die Geschichte vor 40 Jahren. Ne? Ich glaube einfach, man sollte mal ganz von vorne anfangen. Also du bist ein Mensch, ich bin Mensch. Ich weiß nicht, welche Religion du hast. Ist jetzt auch erstmal irrelevant. Aber prinzipiell kann man ja sagen, dass das, was gerade von der Seite aus, also von Israel getrieben wird, ja gar nichts mehr mit einer Verteidigung zu tun hat. Man kann Terrorismus so, wie es gerade stattfindet, nicht bekämpfen. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder?
Genau so bekämpft man gerade, so gerade ja. in dem Moment. Nee, bin ich auch der Meinung. Genau so bekämpft man Terrorismus. Alles platt machen und die ganze Schweinebande auslöschen. Ganz einfach. Und zwar. Heute, Entschuldigung, heute ist jemand pennt hier oder so. Gut, dann, ich glaube, das ist dieser Affe da oben. Ja, der war das. Heute ist einer der ältesten Hamas-Kommandanten durch die israelische Armee getötet worden. Jetzt räuchern sie den gesamten Gaza aus. Das heißt, alle Tunnel, alle Versorgungskanäle, die gesamte Infrastruktur wird ausgemerzt. Israel. Hey, Kian, hörst du hier noch gerne reden? Hörst du hier noch gerne zu? Sag mal die Wahrheit. Sag Israel mal die Wahrheit. Wird Gaza platt machen und es wird kein Haus mehr. Aber was erzählst du da? Die ganzen Babys. Israel macht sauber. Was erzählst du da? Was bist du für ein Islamhasser? Ich sage noch mal. Was ist los mit dir? Werfe das der Hamas vor, die sich in der Zivilbevölkerung verstecken. Und außerdem, wir Muslime haben nichts gegen Juden, ja? Wir haben gegen den Zionismus was, gegen die Nazis-Juden. Mühe, Die Nazi-Juden, die Muslime angreifen. Hast du verstanden? Ich kann nichts dafür. Ich habe wirklich eine Frage an dich, um dich jetzt wirklich zu meinen. Viele Europäer für Pro-Palästina. Und weißt du, wie viele Leute auf die Straße gehen? Subhanallah, so viele Menschen gehen auf europäischen Boden auf der Straße, Berlin, sogar in Amerika, Kanada. Alles ist voll. Kian, Subhanallah. Bruder, Malik, Bruder, ich habe eine Frage nur. Ja. Einen Moment. Guck mal, Kian, du hast jetzt gerade gesagt, das ist diese Auslöschung, sag ich jetzt mal, ne? Weil Hamas ist ja schuld, ne? Richtig. Guck mal, ein ganz einfaches Beispiel, ja? Du hast einen Nachbarn und der Nachbar greift jetzt in einen anderen Garten an und legt da Feuer, ja, beispielsweise. So. Du bist gut mit dem Nachbarn und der Nachbar kommt auf einmal zu dir, bei dem Feuer gelegt worden ist, und der radiert dein ganzes Haus weg. Bist du dafür schuldig, dass bei dem anderen Feuer gelegt worden ist oder nicht? Ist ein eigenartiger Vergleich. Siehst du, guck mal, da fängt das ja schon an. Ich verstehe diese... Doch, ich verstehe, was du mir sagen möchtest, aber das macht keinen Sinn, weil genau auf dem Beispiel bezogen, was ich jetzt gerade gegeben habe, kannst du mir keine Antwort geben. Nein, ihr probiert das so darzustellen, als wenn die Hamas irgendwie die Opfer wären und so ein Scheiß und die Presse... Hört auf mit dem Scheiß, komm, hör auf. Aber ihr was hat denn die Hamas mit dem Palästinensern über Palästina zu tun und sonst was? Hier geht es darum, dass Palästina bombardiert wird, ja? Um das geht's, um nichts anderes. Es gibt kein Palästina, hör auf jetzt zu erzählen. Natürlich gibt es Palästina, Alter. Was ist das für ein Schwachsinn, Mann? Hör doch auf mit so einer Scheiße. Arabisches Gebiet wird bombardiert, Palästina gibt's nicht. Du hast überhaupt gar keine Ahnung von Alter. Dem. Überhaupt gar keine Ahnung. Das ist ja genauso, wie wenn ich eine Hose rede. Du bist einfach eine Marionette. Vor 1942 stand da kein Israel, das war Palästina. Die sind erst da hingekommen, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg, woher kommt der Name Palästina? Als sie geflüchtet sind. Okay. Luna, woher kommt der Name Palästina? Ja, kann ich dir nicht sagen, erklär's mir. Ja, das waren die Römer. Die Römer haben, glaube ich, 1093 in dem zweiten Aufstand der Juden gegen das römische Imperium oder das römische Reich von Judäa in dem damaligen oder in dem jetzigen Gebiet von Israel, haben sie einen Aufstand gemacht gegen die Römer, weil die Römer sie da unterdrückt haben. Dann haben die Römer den zweiten Aufstand der Juden niedergeschlagen und dann haben sie das Land Judäa, ja, die Juden lebten in einer Region, das sich Judäa nannte, Land der Juden, und da haben die Römer gesagt, als Strafe entwurzeln wir euch, deswegen wurden sie auch vertrieben von dort, entwurzeln wir euch und wir nennen dieses Gebiet Palästina, von Palestine, also das lateinische Wort Palästin. Und das war übersetzt so viel wie die durchziehenden Völker. Also man wollte die Juden entwurzeln und ihre Identität rauben, deswegen hat man das Land Judäa umgenannt im römischen Imperium in Palästin. Und das haben die Osmanen übernommen und deswegen hieß es immer Palästin, aber sie haben die lateinische Bezeichnung der Römer übernommen und deswegen haben die Briten auch den Namen übernommen und haben das britisches Mandatsgebiet genannt, britisches Mandatsgebiet Palästina, weil sie das von den Römern übernommen haben. Und die Juden, als sie zurückgekommen sind, haben gesagt, wir kommen ins Land unserer Väter wieder zurück, ins Land Judäa. Und das war es auch so. Sorry. Ja, Kian, ganz kurz. Das arabische Wort Nablus kommt von Neapolis.
und das war eine römische Provinz. Nicht mal das Wort Nablus, das arabische Wort, das die Araber zu Nablus gemacht haben, war Neapolis. Und das haben die Römer so genannt. Und sie haben das einfach nur arabisiert. Das war alles. Es gab kein arabisches Volk namens Palästinenser, die dort gelebt haben. Bullshit. Wahrscheinlich sind sie übers Mittelmeer gekommen, aus dem 12. Jahrhundert. Ja? Irgendwelche Berberstämme aus Nordafrika. Ja, bitte. Kian, ganz kurz, wir machen bis maximal 4 Uhr und dann gehe ich schlafen. Ich bin, das ist, ich, mein Kopf platzt. Also ja, halbe Stunde noch. Jederzeit kannst du hier. Nein, nein, alles gut. Wenn du jetzt noch eine halbe Stunde kannst, dann machen wir noch eine halbe Stunde. Ja, halbe Stunde machen wir und dann. Dann ist Feierabend. Dann reicht's dann auch. Dann mache ich erstmal ein paar Tage Pause, weil das kann. Genau. Ja, ja, dann mache ich ein paar Tage Pause, weil mein Kopf hält diese Schwachmaten nicht aus. Ja, ist ungeheuer schwer. Danke für die Also ich weiß auf jeden Fall eins, also wenn man sich natürlich viel mit der Politik beschäftigt, weiß man, dass man dadurch nicht den sogenannten Terror auslöschen kann. Auch wenn man jetzt versucht, diesen Gazastreifen, wie du gesagt hast, platt zu machen. Also nee, versucht man nicht, wird gerade platt gemacht. Oder wie man es jetzt auch immer nennen mag, wird es auf jeden Fall nicht sein. Also wie gesagt, was die Hamas da gefeiert hat, ist auf gar keinen Fall irgendwie zu befürworten. Da distanziere ich mich komplett von. Aber also human und wirklich gegen Terror ist die Aktion seitens Israel auf gar keinen Fall. Also da kann man jetzt sagen, dass, also selbst wenn es nicht das Land wäre, rein theoretisch gesehen, was ich so auch nicht vertreten kann, gibt es da gar keine Gründe für, um wirklich Massaker zu veranstalten, ist halt einfach nichts anderes. Was versteht ihr daran falsch? Was versteht ihr daran nicht? Langen, du kommst mir die ganze Zeit mit einer Verteidigung. Was ist eine Verteidigung? Da kämpfen Leute mit Steinen gegen Raketen, die 50 bis 60.000 Euro kosten. Das spielt keine Rolle, wenn die Palästinenser haben schon lange keine Steine mehr. Du hast doch gesehen, dass 5.000 Raketen alleine am 7. Oktober... Ja, und was habt ihr für ein Abwehrsystem? Was habt ihr denn für ein Abwehrsystem? Ja, und du willst ja, aber beantworte mir doch mal die Frage. Wie viele Leute sind denn seitens Israel gestorben? Wie viele Leute Entschuldigung, seitens willst du den Israelis vorwerfen, dass sie einfach besser ihre Bevölkerung besser geschützt haben? Bitte nochmal. Und dieses Iron Dome, das sie vor über 20 Jahren entwickelt haben, wären 5000 Raketen nach Jerusalem in die israelischen Gebiete runtergegangen und hätten an einem Tag nicht nur 1400 Juden umgebracht, wahrscheinlich dann. Alter, ey, ihr seid so verklatscht von den Medien, ne? Ja, ihr seid so verklatscht, ehrlich, Alter. Meine andere Frage, Kian. Schützen kann als die Kian, meine Frage bitte. Islamischen Blutbad wünschen, einfach auch scheißen, dass ihre Bevölkerung. Ja, hallo, hör doch mal bitte Luft. Ich habe doch mal eine Frage an dich. Was bist du für ein Landsmann, wenn ich fragen darf? Kurde. Du bist Nein, Kurde. Deutscher Kurde. Deutscher Kurde. Du bist auch kein Iraner, ne? Okay. So. Nee, ich bin iranischer Kurde. Okay. Du kannst okay, mal ein Wort iranisch. Du bist Mensch, ne? Ist richtig. Du bist ein Wort iranisch. Malik, bitte, Bruder, einmal. Warum wollen wir einen Sprachtest jetzt machen? Kian, ich habe doch eine Frage. Soll ich jetzt mit dir einen Sprachtest machen? Kian, ist okay. Erzähl mir keinen Scheiß. Darf ich dir mal eine Frage stellen, bitte? Ein Lügner bist du. Salom. Das kann ich gar nicht ernst nehmen, Alter. Soll ich mit dir erstmal einen Sprachtest machen? Bruder, du bist Kurde aus Deutschland. Du sitzt in Israel, mit dem Land, mit dem du absolut nichts am Hut hast. Oh yes, du bist in erster Linie bist du Mensch. Daran, dass du alleine sagst, dass der Gazastreifen ausgerottet werden soll, sieht man allein schon, dass du gar keine Menschlichkeit besitzt. Das ist Nein, ich habe keine Menschlichkeit gegenüber Terroristen oder eine Terroristin. Was denn für eine Terroristin? Ist die PKK kein Terrorist? Was machen denn die Israelis? Die PKK ist auch terroristisch, ja. Die töten Kinder. Sind das gar keine Terroristen? Mit der Türkei. Türkei greift auch die Kurden an. Keine Terroristen, das unschuldige Kinder Nein, in Gaza sterben, sind das keine Terroristen? Keine unschuldigen Babys. Darf man das? Also, was darf man das? Erzählen? Israel tötet keine unschuldigen Babys. Ach Nein. du ja. Scheiße, Alter. Ach so, es gibt unschuldige Babys. Hey Leute, wenn ihr denen noch zuhört. Ich schwöre, der Typ hat so einen miesen Schaden. Hamas tötet unschuldige palästinensische Kinder. Nicht die Israelis. Ey, wirst du von Israel finanziert oder so? Spaß beiseite jetzt mal. Ja, 5000 Shekel pro Monat. Ja, so siehst du aus, Alter, mit deinen Aussagen. Alles klar. Es gibt also, wenn du jetzt gerade debattierst, dass kleine Kinder von Israel nicht getötet werden, egal welcher Religion, dann mach dir echt mal Gedanken, Alter. Nein, gibt es nicht. Es gibt keine schuldigen Babys oder Kinder auf dieser Welt. Kein Kind kann irgendwas dafür, was gerade in dieser Welt Ich sage, dass die Hamas hat unschuldige palästinensische Kinder ermordet, indem sie ihren Krieg in die Bürgergebiete verlagert hat. Die Hamas ist, wie gesagt, immer noch
Egal, ich will es nicht nochmal wiederholen. Alles. Mahlzeit. Mahlzeit. Also, wenn wir Politik machen wollen, sollen wir aufgrund der Tatsachen Politik besprechen. Und wenn wir in irgendwelchen ideologischen Werten die Sache sprechen, jeder kann für sich behaupten, was richtig oder was falsch ist. Tatsächlich ist, dass die Hamas Geisel genommen hat. Warum auf die Anforderung von Israel, dass sie die Geisel freilassen und dass die damit auch mit dem Beschießen oder mit dem Bekriegen auch damit aufhören? Warum lässt die Hamas diese Geiseln, die überhaupt nichts mit dem Krieg zu tun haben, weder irgendwelche nationalistische oder irgendwelche politische Ansichten haben, die als Geisel nehmen und diese Menschen grundlos umbringen? So, dafür habt ihr wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, Verständnis, aber auf die andere Seite, ja, wenn dann die Israel die Palästinenser angreift, natürlich bei den Bombenangriffen, dass Menschen sterben, ist selbstverständlich. Also mit denen habt ihr Mitleid, aber auf die andere Seite, mit den anderen habt ihr kein Mitleid. Da habe ich direkt schon eine Frage an dich, und zwar hast du jetzt gerade gesagt, dass ja, wie jetzt schon so oft erwähnt, Israel den Gazastreifen bombardiert wegen der Hamas, ne? Ist richtig so. Eine Frage an dich. Wenn Israel doch einer der besten Geheimdienste der Welt hat, nun hör doch auf mit dem Quatsch, Moment, das ist doch schon. Moment, warum, ja, jetzt hast du was aufgesaugt und jetzt willst du das Aufgesaugte hier mir verkaufen. Du sollst mal die Frage beantworten, warum lässt Hamas die Geisel nicht frei? Du versuchst das wieder auf so einen. Okay, aber wenn ich den besten Geheimdienst. Eine Sache wollte ich noch sagen zum Mona. Ausfindig zu machen. Da muss ich nicht Monat vorhin gesagt irgendwie bombardieren oder sonst irgendwas. Nee. Also warum lässt die Hamas nicht die Geiseln frei, damit da auch ein bisschen Ruhe oder Frieden einkehrt? Warum machen sie das nicht? Aber gut, sind die Hamas die Palästinenser? Versuchst schon wieder nicht auf die Frage drauf einzugehen, ne? Ja, jetzt hast du was aufgeschnappt, dass der Geheimdienst, das Mossad nicht so richtig funktioniert hat und FBI macht sich lustig darüber. Das kennen wir doch alles schon. Hallo. Es geht mir doch gar nicht um die Grenze an dem Tag. Es geht mir um den jetzigen Zeitpunkt. Wenn ich doch als Geheimdienst, ich habe den besten Geheimdienst der Welt. Ja, ist doch jetzt gut, nun reicht das so. Warum lässt die Hamas nicht die Geiseln frei? Das ist die Grundfrage. Die Hamas, die Palästinenser? Andere Frage. Kann ich mir langsam nicht mehr geben, ohne Witz. Ja, nee, ist klar, du bist ja jetzt der... Zu Mona, die gesagt hat, dass die Palästinenser nicht die Krankenhäuser angegriffen haben oder Hamas nicht das gemacht hat, das stimmt nicht. Die Hamas hat doch ihre Zentrale unter den Krankenhäusern installiert. Genau. Also warum verdreht ihr denn die Sache? Zum anderen hat Hamas Krankenhäuser in Israel angegriffen, wo gar keine Schutzschilde waren. Also, richtig. Ganz ernsthaft, das muss man auch sagen. Ja, also aber ich weiß nicht, ob ich nicht Mona, wir machen jetzt keine Politik für Anfänger, ja? Also du machst jetzt hier gerade Politik für Anfänger, das geht nicht. Politik für Anfänger, okay. Nein, ich sag es noch einmal. Warum lässt die Hamas diese Geisel nicht frei? Das sind Zivilisten, das sind keine Kriegsverbrecher oder Soldaten. Warum lässt die Hamas diese Geisel nicht frei? Warum sollen die die freilassen? Sind die Hamas? Ach so, warum? Nee, Moment, Mona, mach doch jetzt keine politische Kinder. Nein, wir machen keinen, aber das ist meine Gegenfrage. Warum sollten die jetzt in diesem Zeitpunkt freilassen? Ich kann die Frage nicht beantworten. Aber warum? Ja, wenn du nicht beantwortest, dann halt dich doch mal zurück. Warum lässt die Hamas diesen Geiseln nicht frei? Das sind Zivilisten, das sind ältere Menschen, das sind Kinder darunter. Die haben doch mit dem Krieg doch nichts zu tun. Warum bombardiert Israel? Machen wir denn keine Zwei-Staaten-Lösung? Ja, weil Palästinien des Hamas doch Israel angegriffen hat. Oder willst du sagen? Ganz kurz, warum bombardieren die Gazastreifen, ohne zu wissen, dass die keinen von den Geiseln treffen? Also Leute, ich weiß gar nicht, worüber ihr jetzt euch hier streitet. Wir haben zwei Grundtatsachen. Die eine Grundtatsache ist, dass Hamas die Geiseln hat. So, mit den Geiseln erpresst die Israel, ja. So, und diese Geiseln sind ganz normale Zivilisten, so wie du und ich. Und du bist jetzt auf einmal in eine Geiselnahme, wo du überhaupt mit diesem Krieg nichts zu tun hast. So, und dann wirst du ermordet deswegen, weil die Hamas irgendwelche Forderungen stellen, die unnormal sind. Und wo ist deine Logik? Die Logik ist ganz einfach folgendes. Wenn Hamas die Geiseln freilässt, dann können die auch mit Israel verhandeln. So, und wer hat den erste Bombe nach Israel geschickt? Das war doch die Hamas. Ja, die können mit Israel verhandeln. Das ist so ein großer Bullshit. Ich weiß nicht, ob du... Achso, das ist Bullshit. Aber dass die hier Zivilisten als Geisel nehmen und umbringen, das findest du in Ordnung. Und du bist für die Gerechtigkeit jetzt hier. Israel nie...
Die einzige Gerechtigkeit, die zwischen Palästina und Israel überhaupt vorhanden sein könnte, wäre die Zwei-Staaten-Lösung. Das ist so ein Bullshit. Gut, das ist doch auch wieder jetzt was ganz anderes. Wir wollen doch, dass der Krieg doch aufhört. So. Aber der Krieg wird erst dann aufhören, wenn beide Parteien sich einig werden. Und das werden sie dann nur, wenn es wirklich zwei Staaten gibt. Und nicht. Aber dann musst du eine Regierung haben. Du kannst doch nicht mit Hamas reden. Du kannst doch nicht mit Terroristen also verhandeln. Also Leute, du kannst Leute. Nicht mit PLO verhandeln. Ihr könnt doch nicht eure RTL oder Fox oder ProSieben News Alter, jetzt hier reinführen. Ihr seid doch diese ARD-Geschädigten. Also das, was du redest, ist genau ARD. Seht ihr nicht die kleinen Kinder, die da zerfetzt werden von euren Drecksbomben? Alter, merkt ihr eigentlich noch irgendwas? Jetzt mal ohne Witz. Ich rede von Hamas, nicht von den Menschen. Wie kann man denn... Das ist verdrehte Tatsache, was du da redest. Also, die Hamas hat Geiseln. Können wir uns darauf einigen? Darauf können wir uns einigen. Gut, aber okay. Dann bleiben wir mal dabei mal stehen. So, und die ganze Länder, ob Amerika oder Europäer oder sonstiges, die sind doch alle für die Freilassung der Geiseln, richtig? Nein. Ach so, die sind nicht dafür, okay. Nein, sind die nicht. Also, die wollen, dass die Geiseln umgebracht werden. Die werden so oder so umgebracht. Wie den IS. Okay, die werden so oder so umgebracht. Von Hamas oder wenn die zurückgehen, werden die von Israelis umgebracht. Ach so, dann haben die ja alle verloren. Ist egal, wo die hinkommen. Genau, die Geiseln ist einfach nur ein Vorwand, mehr nicht. Okay, und diese Kenntnis, woher hast du das? Das kommt von der Vergangenheit. Ach so, aus der Vergangenheit. Die Geiseln auch umgebracht, damit die Geiseln keine Gefahr für Israel bringen. Weil die Geiseln sind dann quasi die Schwäche der Israelis. Oh, und du bist natürlich dafür, dass die Geiseln umgebracht werden, richtig? Nein, nicht, definitiv. Ich bin also bist du dafür, dass die Israelis umgebracht werden? Die Israelis? Nein, die Zionisten. Bist du denn dafür, dass die Palästinenser umgebracht werden? Auch nicht. Ja, wofür stehst du denn dann? Ich stehe dafür, dass die Zionisten endlich vor Gericht stehen. Dass Netanyahu. Also die Zionisten, kannst du mir die Namen denn nennen? Das ist die ganze israelische Regierung. Also dann müssen wir das gesamte israelische Regierung jetzt vorm Kadi stellen? Genau. Okay. Hast du da auch Beweise für? Kann ich dir geben, ja. Kannst du mir geben? Kannst du mir das auch beweisen? Kann ich dir beweisen. Na, erzähl mal, wie willst du mir das denn beweisen? Kann ich dir mit Quellen beweisen. Ja, nur erzähl, hau raus. Ja, dann müsste ich die ganzen Quellen rausholen. Dann ja, das solltest du ja auch. Also wenn du jemanden vom Kadi stellst, vom Gericht stellst, musst du das auch beweisen, beziehungsweise auch bezeugen. Aber wenn du das beides nicht kannst, dann hat das ganze Geschichte auch keinen Sinn. Eine andere Frage, Jackpot, okay? Wenn viele Israelis dagegen ihre Regierung ist, warum bist du dann für die israelische Regierung? Habe ich da irgendwo Farbe bekennt? Habe ich da irgendwo Farbe bekennt? Du hast, ja, aber du verteidigst Israel und ihre Taten. Also damit wir uns mal sicher sind und auch einig sind, ja, dass die Palästinenser keine Chance gegen Israel haben, ist doch schon mal klar, oder? Das warum? Weil die haben gar keine, nein, hör doch zu, die haben doch gar keine Militärmöglichkeiten mit ihren Rüstungen, dass die überhaupt, darf ich mal zu Ende machen? Danke. So, dass die überhaupt gar nicht diese Möglichkeit haben, ist so selbstverständlich. Und der Stärkere gewinnt eben halt. Das ist eben leider so. So, würdest du jetzt mich fragen, bin ich jetzt für einen Krieg? Nein, bin ich nicht dafür. Bist du für Mord? Nein, bin ich auch nicht dafür. Ich möchte, dass dort Frieden einkehrt, damit der Krieg aufhört, damit die Menschen nicht drunter leiden oder nicht sterben. Das ist erstmal meine Meinung. So, ja. Darüber hinaus, für diese Meinung, beziehungsweise für diesen Krieg, müssen wir natürlich auch in die Verhandlung gehen. Und in die Verhandlung ist ja Israel und sagt, pass mal auf, wenn du die Geiseln nicht freilässt, ja, dann bombardiere ich weiter. So, und warum reagiert dann der Hamas nicht drauf? Angenommen, die haben ihre 300 Geiseln und wenn die dann weggepulvert sind, ich meine, so schlimm, also so leicht, wie ich das gesagt habe, das ist sehr schlimm, dass Menschen dadurch sterben oder dass Familienangehörige ihre Familienangehörige verlieren, ist nicht schön. So, wenn diese 300 Geiseln jetzt einfach nicht mehr da sind, so, wie geht's denn dann weiter? Dann wird weiter bombardiert. Wer verliert denn dann? Es geht nur um Palästinas Gas, mehr nicht.
So, du behauptest jetzt, da ist in Palästinien Gas. Ja, es ist Gas. Ja. Welcher Geologe hat diese Bestätigung rausgegeben? Gibt außer, dass die Leute das behaupten. Israel hat ja damals mit Gaza versucht zu verhandeln wegen ihrem Gasvorkommen. Weißt du, wie groß die Gaza ist überhaupt? Weißt du, wie groß Palästinien ist? 40 Kilometer, mehr ist das nicht. Ja, aber da gibt es... So, und auf diese 40 Kilometer sind jetzt unmögliche Schätze gefunden worden. Doch, gibt es. Oder warum wollte Israel erzähl doch nicht so einen Blödsinn. Das ist doch vollkommener Bullshit. Ja, Bullshit also, von dir. Naja, ist klar, du willst ja den letzten Wort haben, du hast recht, du bist ja gegen Mord, aber du findest es dennoch schön, wenn Palästinien Israel angreift und da Kinder umbringt und dort Menschen umbringt. Nein, das sag ich nicht. Aber auf die andere Seite, da sind ja keine Menschen, also komm. Das habe ich in keinem Wort gesagt. Naja, aber du widersprichst dich ja selbst gerade. Ich bin gegen die Besatzung der Israelis in Palästina. Okay, na gut. So, du bist gegen die Besatzung und dann soll da Zwei-Staaten-Lösung her und alles so. Einfach mal trennen, am besten mit, mit einem Krater, so dass keiner rüberkommen kann. Nee, für diesen Konflikt kann es nur eine Ein-Staaten-Lösung geben. Die Araber und israelische Autorität und als gleichberechtigte Bürger. Und selbstverständlich muss Israel die volle Kontrolle haben. Das ist die einzige Möglichkeit. Aber wieso unter israelische? Weil sie sind das zivilisiertere Volk. Aha, okay. Das sieht man ja an. Deswegen bespucken die Christen. Alle israelischen Politiker, die Palästinenser als Tiere bezeichnen. Ach ja, definitiv. Ja. Kinder umbringen, kleine Babys als unmenschliche Tiere bezeichnen. Ist schon kleine Kinder ins Gefängnis bringen. Ja, das gehört dazu, weil die kleinen Kinder auch schon kleine Mini-Terroristen sind. Ah, ja, klar. Würde man das mit dir machen, Kieran, dann wärst du der Erste, der rumheult. Israelische Militär, sie werden schon richtig gezüchtet. Du bist einfach nur dieser typische Ex-Muslim-Fall, wie diese ganzen anderen. Du bist einfach nur ein Hetzer, mehr bist du nicht. Nee, ich bin kein Hetzer, ich bin auch meine Meinung. Du bist ein Hetzer. Ich sage nur, was Fakt ist. Nein, es ist kein Fakt, du bist ein Hetzer. Aus Gaza habt ihr einen Dschihadi-Zoo gemacht, ja? Wer sagt, Kinder sind Terroristen? Kinder sind Terroristen, ist ein Hetzer. Kinder in Militäruniformen, die dann im Kindergarten spielen. Schäm dich überhaupt, Kinder als Terroristen. Habe ich heute schöne Bilder gesehen. Habe ich schöne Bilder heute gesehen. Ja, deswegen bist du in Deutschland, um deinen Bullshit rauszulassen. Und dann üben sie Kopf abschneiden. Wärst du in deinem alten Iran, du würdest deinen Mund halten, ganz ehrlich. Meine Güte. Diese Gaza sie haben recht. Muslimische Barbaren dort, diese islamischen Barbaren, die ihre Kinder schon zu Selbstmordattentäter ausbilden im Kindergarten, ja, ihnen nur diese eine Grundlage geben, ja, wo die Mütter ihre Söhne und Töchter verschenken, damit sie eine Rente bezahlt bekommen von der Hamas. Come on, was erzählt ihr mir hier? Boah, krass, meine Eltern haben mich dann falsch erzogen und nicht als Terrorist. Deine Eltern haben zumindest dich insofern falsch erzogen, dass du solche Hardcore-Prediger wie Abu Bara und all diese anderen komischen Clowns in deinen Videos hast. Ja, insofern, deine Eltern haben dich zu Palästinenser erzogen, zu einem statt zu einem guten. Wo sind denn meine Videos? Da habe ich doch eben gerade gesagt, die sind auf deinem Profil. Wo sind das die? Das erste Video ist von diesem Hardcore-Spinner da, Abu Bara. Echt? Die sind auf meinem Profil? Ja, die sind auf deinem Profil. Boah, interessant, dass du es weißt. Ja, das kann man alles mit zwei Klicks machen und dann weiß man ganz genau, in welcher Denkschule du zu Hause bist. Mhm. Abul Bara ist ein Terrorist, ja klar. Er ist eine Kakerlake, ganz genau. Aber ich möchte noch mal wissen, was sind die Hamas Palästina oder was? Also meines Erachtens gehören die Hamas nicht zu Palästina. Doch, sie gehören zu dem angeblich palästinensischen Widerstand. Mhm. Ja, und ich kann dir sagen, warum kleine Kinder anfangen, sich zu bewaffnen, weil sie gar keine andere Wahl haben in diesem Land, als sich zu verteidigen. Natürlich haben sie eine Wahl. Nein, haben sie nicht. Und morgen ist Frieden. Legen die Israelis heute ihre Waffen nieder, dann ist morgen Israel verschwunden. Ja, natürlich.
Ihr träumt von der Ermordung von 8 Millionen Juden. Das ist es. Der Typ hier von Royal oder wie der heißt, der will nicht. Warum wir? Was haben wir damit zu tun? Du willst keine zwei. Du Wo willst haben keine wir acht Millionen müssen. Juden umgebracht? Du möchtest, dass die Israelis, dass die Juden alle verschwinden. Der Westen hat doch die Juden umgebracht, nicht ich. Nee, der Islam. Die Flagge hinter dir hat 8 Millionen. Was redest du da für einen Terrorismus? Du trägst die deutsche Flagge, die 8 Millionen Juden umgebracht hat, und du redest über 6 Millionen ungefähr. 6 Millionen. Sechs Millionen sind immer noch mehr als jetzt derzeit gerade in Israel irgendwelche Leute gestorben sind oder was auch immer. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Nicht nur haben die Deutschen dafür gebüßt und nicht nur können die jetzigen Deutschen nichts dafür, was die damaligen Deutschen gemacht haben. Sie haben auch jüdisches Leben wieder Und die Menschen, die Babys können für die Anschläge andere Muslime. Was jetzt wieder unter Gefahr ist, weil Royal hier lebt und Mona hier lebt. Das bringt nichts. Die Muslime sind in seinen Augen die Bösen und Palas. So. Ihr habt das Juden wieder unter Gefahr. Kian. Die Kinder, die Babys in Hamas sind dafür schuld, dass da irgendwelche Trottel im islamischen Namen, sag ich mal so, Anschläge Hamas machen. Hamas ist schuld, dass Babys sterben. Es ist nicht Israel schuld, dass Babys sterben. Nein. Ja klar, weil die Hamas die ganzen Babys getötet hat. Die Hamas versteckt sich Hamas im immer noch von der USA. Du verdrehst sowas von den Tatsachen. Schuld das ist so daran, wenn sie von einem Kindergarten aus Raketen abfeuern, dann wird Israel den Knopf drücken und sagen, da kam die Rakete hoch und da schießt man eine Rakete runter. Ist doch okay. So sorry. Man versteht doch gar nichts. Ey, Kian, wer hat dich in Iran rausgeworfen? Mich hat keiner rausgeworfen. Jetzt mal wirklich, wer verfolgt dich im Iran? Keiner verfolgt mich. Glaube ich. Ich wette mit dir, wenn du einmal in den Flieger nach Iran fährst. Ich bin in Berlin geboren. Nach Teheran fliegst, glaub mir, du wärst der Erste, der Ich bin in Berlin geboren. Ich bin in Berlin geboren. Du bist in Berlin geboren, aber wer hat dich verjagt damals? Wer soll mich verjagt haben? Hast du keine Anzeige aus dem Iran bekommen, dass du da dort auf der Todesliste bist? Ich bin in Berlin geboren. Mein Vater ist in den 60er Jahren aus Iran gekommen, vor der Islamischen Revolution. Ja, klar, natürlich. So, also, keiner hat uns geschmissen. Wir sind als zivilisierte Menschen gekommen. Wir sind nicht als Bettler gekommen, wie die Araber oder die Türken. Das ist jetzt eine Aussage, die kann ich nicht. Wo sind die als Bettler gekommen? Ihr seid als Bettler gekommen. Ich kann mich erinnern, dass wir geflüchtet sind, weil die. Aber dein Verhalten zeigt nicht, dass du zivilisiert bist, lieber Kian. Ganz. So, das ist völlig egal. Nein, so wird es nicht. Ich unterhalte mich hier auch mit Barbaren. Du benimmst dich hier wie ein Kind. Ich unterhalte mich nicht mit Menschen auf einer sehr hohen Kulturstufe. Der beleidigt uns, aber wir sind Barbaren. Ihr könnt das doch auch machen. Das ist so, du bist so ein Heuchler, das ist so unfassbar, echt. Alles okay, ich sage nur die Wahrheit. Mit eurer Kultur habt ihr den Iran zerstört und die Mehrheit aller nicht-muslimischen Nationen. Also haben die Menschen, die einen nie ausreden lassen, sind wirklich, tut mir leid. Ey, aber Kian, jetzt mal eine andere Frage, jetzt zum Thema Geiseln zurück, okay? Okay. Wenn du in einem Gebäude Geiseln aufhältst, ne? Ja. Ist das logisch, das ganze Gebäude zu bombardieren? Ja, natürlich. Ja, und die Geiseln sterben dann auf dein Gewissen. Ja, ob die Geiseln sterben, ich gehe mal davon aus, dass die Hamas-Barbaren oder die Barbaren von Gaza die ganzen Geiseln schon umgebracht haben. Und die Israel hat vor einer Woche einen Austausch versucht zwischen 8 jüdischen Geiseln und dann kam heraus, dass unabhängig von der Anordnung der Hamas-Führung die Geiseln einfach ermordet worden sind. Und die ältere Frau, die rausgelassen wurde? Ja, der ist draußen, komm mal. Ja, jetzt ist er raus, ne? Komm hoch, Kian, komm. Komm, wir haben. Kann ich mal was anmerken? Ich habe noch eine Stunde Zeit. Kann ich mal was sagen? Sag. Die Aussage von wegen. Aber zivilisiert bitte. Lass mal bitte was erzählen. Die Aussage von wegen wir, dieses ganze ihr, ne, hier nicht nur die Leute in Palästina, die Hamas-Terroristen, sondern ihr seid daran schuld, dass Juden getötet werden, ergibt keinen Sinn. Denn eben waren seine Worte, wir können nichts dafür, dass die SS oder damals die Nazis sowas mit den Juden gemacht haben. Deswegen, also mit so einem. Das sage ich ja, was haben denn die Kinder damit zu tun? Nein, Leute, guck mal, man muss ja immer fair bleiben, aber wenn man schon so spricht, wenn man mit so einem niedrigen IQ spricht, dann sollte man sich gar nicht an der öffentlichen Debatte beteiligen. Also deswegen kann man. Eigentlich wird uns auch gesagt, ein Mensch, der mit dir diskutiert,
lass ihn diskutieren, aber diskutier nicht mit ihm. Eigentlich sollten wir uns daran lieber halten. Haben bezüglich Israel, warte, ganz kurz, bitte. Aber bitte, ey, Schnatterente, ganz ehrlich, wenn die AfD gewählt wird, es ändert sich nichts, weil die Deutschen hier in ihrem eigenen Land einfach nichts zu sagen haben, ganz einfach. Wer hat das gerade gesagt? Ich war das. Achso, okay. Ja, ist so. Pass auf Politik, wir sind alles Menschen, so bleiben wir respektvoll, so der Rest ist, ja. Lady, ja, ich danke dir. Aber das ist, die reden sich hier Sachen ein, weißt du, beleidigen Menschen als Barbaren, unmenschliche Tiere, aber halten sich für zivilisiert oder was? Wen wollt ihr verarschen, Alter? Die Leute sind sich so am Beleidigen, Alter, wegen einem Ostkonflikt. Jeder hat seine Meinung, aber ey, bleib mal korrekt untereinander. Wir sind alles Menschen, wir leben alle Hand in Hand. Was ist los? Ich verstehe das. Wir kommen rein, debattieren, diskutieren, beleidigen niemanden. Ja. Weißt du, wir werden beleidigt, wir beleidigen nicht mal zurück. Sogar aber wir Chat, werden nicht nur von denen hier, sondern der ganze Chat. Ich habe das die ganze Zeit mitverfolgt, ohne Spaß. Ey, ganz ehrlich, man kann seine Meinung haben, ne? Aber ich finde es so traurig, dass egal, um welche Religion es geht, ich war vorhin auch in einer Diskussion drin, ey, da haben die so gegen den Islam geschossen und auch der Chat, ganz ehrlich, du kannst nicht, weil eine Gruppierung oder eine...